Wir sind jetzt da hier heraus in der Weinbauschule Krems. Wir werden jetzt die Wärmebilddrohne fliegen lassen. Er schreit natürlich, der Kompass gehört kalibriert. Das machen wir jetzt da gleich, der sogenannte Drohnentanz. Die Kalibrierung wurde durchgeführt. Er sagt ready to go, das heißt, wir können jetzt da bereits starten. Das Bild wird live übertragen. Beim Start ist auch immer ganz wichtig, dass man die Drohne so hinstellt von einem weg, damit die Richtungen nicht verkehrt sind. Hier haben wir in dem Fall haben wir Schwarz-Heiß, also Blackout. Kann man umstellen dann auf Whitehot, was normalerweise auch die Feuerwehr für Glutnester suchen und so weiter am liebsten einsetzt. Das ist der Rainbow, den normalerweise alle kennen von den Wärmebildaufnahmen. Am liebsten fliege ich mit dem Whitehot, weil einfach der Kontrast viel höher ist und man sieht hier trotz, also eigentlich mit der hohen Pixelauflösung 640x512 sieht man wirklich jede Kontur und damit ist es auch möglich in der Nacht quasi zu fliegen. Ja, das ist unsere DJI Matrice 600. Die hat einen Riegel Minivox Laserscanner montiert und eine RGB-Kamera, eine Sony Alpha 6000. Mit den Daten erstellen wir Punktwolken, über die wir dann Geländemodelle generieren und die verwenden wir dann, um Differenzmodelle zu erstellen. Und mit diesen Differenzmodellen können wir dann erkennen, wo am Feld Erosion und Deposition von Boden stattgefunden hat. Der Traktor, ein Lindner, ist ausgestattet mit unserem autonomen Spurführungssystem für Wein- und Obstgärten. Das Herzstück sozusagen ist dieser Laser, der die Obst- oder Weinkultur sehr präzise abscannt und dann mit Hilfe dieses Scans wird dann der Traktor autonom und präzise durch die Obst- oder Weinplantagen geführt. Beim Lindner Traktor ist das überhaupt sehr elegant gelöst, weil wir hier direkt auf die Elektronik des Traktors zugreifen und daher direkt die Lenkung des Traktors mit allen Funktionen ansteuern können. In Monitorings von Oberflächengewässern hat man festgestellt, dass es immer wieder zu Einträgen von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen kommt. Bei näherem Hinsehen hat man klar gesehen, dass diese in den meisten Fällen von Hofabläufen, von Reinigungen von Spritzgeräten, von falschen Abstellen von Spritzgeräten kommen. Dem Thema hat man sich schon vor längerer Zeit angenommen. Mittlerweile führt die gängige Praxis die Reinigung der Spritzgeräte auf bewachsenen, biologisch aktiven Boden durch, dort wo auch gelegentliche Reste von Wirkstoffen entsprechend auch abgebaut werden können. Das Phytopark ist ein deutlich verbessertes System noch, das für verschiedene Anwendungen eben das Richtige ist, wie hier bei der Weinbauschule Krems. Das Phytopark wurde von Bayer entwickelt und wird jetzt von einer holländischen Firma, der Firma Boitec, in einem modularen System angeboten. Also wir befinden uns hier auf der Phytopark-Anlage, die besteht aus mehreren Teilen. Einer der wichtigsten Teile ist diese Waschplatte, der überdachte Waschplatz, und den benutzen wir zum Befüllen unserer Spritzgeräte und auch zum Reinigen unserer Spritzgeräte. Bevor wir jetzt das Wasser aktivieren, müssen wir den Weg
des Abwassers festlegen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Spritzbefüllung oder bei der Reinigung sind, stellen wir diesen Schieber in Richtung Fütterpackanlage. Durch das Verstellen des Schiebers gelangt jetzt, bestimme ich die Abflussrichtung des Wassers, der aufgefangenen Flüssigkeit von der Waschplatte. In unserem Fall geht jetzt das Wasser nicht in die öffentliche Kanalisation, sondern es gelangt direkt in ein geschlossenes System, in die Fütterparkanlage. Um die Wasserzufuhr auf der Waschplatte einzuschalten, muss ich immer, bevor ich den Wasserhahn aktiviere, muss ich hier quasi ein Signal auslösen. Hier sehen wir den Sammelbehälter. Er hat bei unserer Anlage ein Volumen von 5000 Liter fast, dieser Behälter, und hat eine Füllstandsanzeige. Und auf diesem Behälter ist auch die Steuereinheit für die Bewässerung unserer Pflanzgefäße untergebracht. Das heißt, hier wird das kontaminierte Wasser gesammelt und über die Steuerungseinheiten werden die Pflanztröge mit Wasser versorgt. Wir haben uns entschieden, hier an der Wein- und Obstbauschule Krems diese Fütterparkanlage zu errichten, um unseren Schülern dieses komplexe Thema Pflanzenschutz umfassend näher zu bringen. Das beginnt mit der Lagerung der Pflanzenschutzmittel, mit dem Rüsten des Gerätes für die Ausbringung, mit dem Befüllen des Pflanzenschutzgerätes und des Ausbringens und der Reinigung. Die Kosten dieser Anlage belaufen sich auf ca. 35.000 Euro. Ohne der Waschplatte, die ist da hier nicht berücksichtigt. Und wir konnten bei diesen Kosten 6.000 Euro durch die Eigenmontage einsparen. Idealerweise wird eine derartige Anlage gemeinschaftlich genutzt. Was wir unbedingt vermeiden wollen, ist, dass Flüssigkeiten mit Pflanzenschutzmittel auf befestigte Flächen landen oder direkt in das öffentliche Kanalsystem gelangen.